haben das Thema der Kompetenzzentren heute ganz bewusst gewählt, weil wir eben durch diese neue Bewilligungsperiode 5 neue Kompetenzzentren am Standort Graz haben. Und für mich diese Tatsache, dass wir diese Kompetenzzentren am Standort haben, heißt, dass das eine ganz wesentliche Bedeutung hat für den Wirtschaftsstandort und auch für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes. Es gibt hier die Unternehmenspartner in jedem Projekt, es gibt die wissenschaftlichen Partner in jedem Projekt. Die Projektmanagement, Projektorganisation und ich sage einmal 90% der direkten Projektarbeit wird direkt vom Zentrum gemacht. Die Forschungsaktivitäten von Roche sind erstmal vielfältig. Wir haben also viele, viele Bereiche, in denen wir selbst intensiv forschen, in-house forschen. Wir haben andere Bereiche, in denen wir eben mehr produktorientiert forschen und entwickeln. Es geht also wirklich sehr um Grundlagenforschung, aber Grundlagen, die man in neue Top-Technologie, State-of-the-Art umsetzen kann. Was wir auch besonders schätzen, dass sehr marktorientiert gearbeitet wird. Also nicht Projekte, die man sich irgendwo im stillen Kämmerlein ausdenkt, sondern wirklich auf die Marktbedürfnisse, auf die Bedürfnisse der Firmenpartner eingeht und eben in einer guten Vernetzung dieser beiden Partner hier das Optimale herausholen kann. Hier wollen wir international sichtbare, deutlich wahrnehmbare Kompetenzzentren, Zentren schaffen, die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in einem international wahrnehmbaren Umfang darstellen und ermöglichen.